Ich stehe hier vor einer Cisco Webex Desk Pro. Das Gerät befindet sich im Microsoft Teams Room-Modus, also im MTR-Modus, ist also an der Microsoft-Welt registriert, deswegen auch das native Microsoft Teams Room User Interface. Parallel dazu ist das Gerät auch an der Cisco Webex-Wolke registriert, was uns deutlich mehr Funktionalität bietet, wenn wir von diesem Modus aus in ein Webex-Meeting joinen. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, sowohl nativ in ein Microsoft Teams Meeting zu joinen im vollen Funktionsumfang, als auch nativ in ein Webex Meeting zu joinen, ebenfalls im vollen Funktionsumfang. Wir haben hier auf der rechten Seite unsere Meeting-Einladungen. Wir sehen also, wir sind hier in ein Webex Meeting eingeladen und haben hier auch direkt den grünen Teilnehmen-Knopf. Trete ich dem Meeting bei, haben wir hier wie gewohnt unsere Cisco-Menüleiste. So wie wir es kennen, bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, uns stumm zu schalten, unser Video an- und auszuschalten, was ich jetzt hier über die Hardware geregelt habe. Wir haben auch die Möglichkeit, Inhalte freizugeben. Das heißt, wir können sowohl per USB-C als auch per HDMI kabelgebunden Inhalte teilen. Wir können aber auch kabellos Inhalte teilen, das heißt über die Webex-App, wenn man sich mit dem Gerät verbindet, als auch über das Webex Share, also über den Browser. Falls man zum Beispiel in einem Gäste-WLAN ist und keinen direkten Zugriff auf das Gerät hat, kann man dort über die Webseite auch Inhalte auf dieses Gerät teilen. Wir haben die Möglichkeit, Reaktionen im Meeting abzusetzen. Das heißt, wir können hier entsprechend Emojis reinschicken. Wir können die Hand heben, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir können die Untertitelfunktion hier steuern, aktivieren, deaktivieren, in welche Sprache der Untertitel dargestellt werden soll. Wir haben die Möglichkeit, das Meeting-Layout zu verändern, also wie wir Teilnehmer hier in dem Meeting sehen. Je nach Anzahl der Teilnehmer hat man da auch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, um da eben die optimale Ansicht zu bekommen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, sofern eben die Gastgeberrechte hier vorhanden sind, eine Aufnahme zu starten, also das Webex-Recording zu starten. Wir können die Konferenz sperren und entsperren. Und wir haben hier auf der rechten Seite auch die Teilnehmerliste, um eben zu sehen, wer dem Meeting schon beigetreten ist. Und entsprechende Stummschaltfunktionen für die Teilnehmer sind hier auch vorhanden. Wie wir es kennen, haben wir natürlich auch das Slide-Out-Menü von Cisco. Das heißt, hier können wir eben unsere eigene Kamera nochmal granularer steuern, können auf automatische Modis schwenken, wo entsprechend das Gesicht getrackt wird, dass ich mich auch etwas bewegen kann vor der Kamera. Wir können aber auch in den manuellen Modus gehen und die Kamera manuell anpassen. Und wir haben die Cisco-native Geräuschunterdrückung. Also das Noise Cancelling können wir hier entsprechend aktivieren und konfigurieren. Das ist natürlich wie gehabt. Ja, und ich kann natürlich das Meeting auch wieder verlassen.